Hallo ihr Lieben und willkommen mal wieder nach langer Zeit zu einem neuen Video. Ich höre mich vielleicht ein bisschen anders an, das liegt aber daran, dass ich gerade eine Grippe fast hinter mir habe. Ich gehe jetzt morgen nochmal zum Arzt und ihr wisst die Zeit, die gerade herrscht, das Wetter, das gerade herrscht. Darum soll es aber jetzt gar nicht gehen. Ihr seht auch hier hinter mir mal wieder und jetzt hoffentlich zum letzten Mal eine neue Grundlocation. Das heißt die Location, wo ich nun meistens filmen werde. Natürlich werde ich auch wieder Videos draußen machen. Ich habe eine spezielle Bastelecke nun, das wird nicht mehr immer auf demselben Platz sein. Ich habe eine Ecke, wo ich einen Riesentisch habe, wo man basteln kann. Ich werde euch das also nochmal abfilmen. Und ja, ich werde euch erstmal ein bisschen erzählen, warum nun so lange keine Videos mehr gekommen sind. Leider, ich liebe Videos machen. Ich wurde sogar in den Kommentaren schon gefragt und auf manchen Videos, ob noch Videos kommen, wann die nächsten Videos kommen. Es sind auf jeden Fall viele Videos geplant. Ich hatte ja nun genug Zeit, um Ideen zu sammeln. Und es kommen auf jeden Fall wieder viele Videos. Ich hoffe, ich kriege es wieder hin, es einmal die Woche zu machen. Ich habe nun endlich eine Arbeit gefunden, wo ich gut bin, wo ich geregelte Arbeitszeiten habe, wo ich immer dieselben Tage frei habe, sodass ich eben auch einen geregelten Upload-Plan machen kann. Ja, wieso ist nun alles so gekommen, wie es gekommen ist? Ihr wisst ja schon, dass leider Tenchi vor jetzt schon fast einem Jahr leider verstorben ist. Und danach bin ich auch mit Patrick auseinandergegangen. Ich bin zigmal umgezogen, wo es dann auch mal schwer ist, mit den ganzen Umzügen Videos zu machen. Und ich dann auch eben seelisch nicht dabei war. Die Arbeit, die hat Stress gemacht. Da war ich sicherlich auch nicht gerade gut dran. Ich hatte viele Krankheitsbilder, wie ihr im letzten Video auch gesehen habt. Ich hatte die Schiene, ich hatte eine Sehnenentzündung, die sich noch immer weiter ausgeweitet hat. Das ist jetzt alles wieder geheilt. Und ja, ich habe jetzt auch einen neuen Freund. Den werde ich euch auch noch vorstellen, den werdet ihr auch noch öfters sehen. Weil mir da ganz viele Ideen auch mit ihm zusammen in den Kopf gekommen sind, da er Koch ist. Und ich da eventuell so kleine Challenges, Ideen habe, die man mit ihm schon gut machen könnte. Ja, dann sind wir eben umgezogen, weil ich dann auf dem, wie ihr auch schon im Video, glaube ich, gesehen habt, ich habe eben auf dem Camping gewohnt, in einer Karawane, in einem Bungalow, wie du es nennen möchtest. Danach bin ich in eine kleine Wohnung umgezogen. Da war auch nicht viel Platz, es war teuer. Jetzt haben wir eine Wohnung gefunden, die ist doppelt so groß und kostet dasselbe. Ist natürlich viel besser, wir haben viel mehr Ideen, Gestaltungsmöglichkeiten. Ich zeige euch noch ein paar Bilder und Videos, wenn ich sie wiederfinde, vom Umzug, vom ganzen Drum und Dran, was die letzten Monate gelaufen ist, wenn es euch interessiert. Ich mache kleine Einblendungen. Wo die Gänse sich und natürlich wir auch die Jacken aufhängen können, die Schuhe ausziehen können. Und direkt, wenn man sich dann umdreht, hat man das Gästeklo, damit auch jeder es findet. Wenn man dann weitergeht, kommt man hier ins Wohnzimmer. Hier wird dann der Sofa stehen und der Fernseher. In die andere Ecke wissen wir noch gar nicht, was kommt, das werdet ihr dann später sehen. Erstmal kommen wir ins Esszimmer. Hier wird dann ein Tisch stehen. Wir haben sehr hohe Decke hier. Hier werden wir auch noch einen kleinen Tisch machen zum Arbeiten, denn die Küche ist ziemlich klein und hat keine Arbeitsfläche. Denn auf der Seite haben wir den Ofen und den Kühlschrank und auf der anderen Seite eben
vermehrt. Aufbewahrungsbereich, wo wir Dosen und alles reinstellen können. Und das, was eigentlich schon von unten ist, dann gehen wir jetzt hoch. So, jetzt sind wir oben. Hier sind noch ganz viele Türen. Wir gehen mal direkt nach hier weiter. Hier haben wir das Elternzimmer, weil das hier eigentlich eine Familienwohnung ist. Das wäre dann auch unser Zimmer. Hier sind schon eingebaute Schränke. Ziemlich groß. Und da haben wir noch einen eigentlich geplanten Fernsehschrank, der bei uns wahrscheinlich keinen Fernseher beinhalten wird. Hier haben wir auch noch einen Platz, da müssen wir noch einbauen. Da hat der Vormieter Holz eingebaut, damit es nicht zu hell ist. Aber das werden wir ändern. Dann gehen wir direkt ins Nebenzimmer. Das ist dann das Badezimmer. Die Farben sind ziemlich bunt, ziemlich gewöhnungsbedürftig, aber es gibt Schlimmeres. Und wir haben eine Badewanne. Ich liebe Baden. Wenn wir rüberkommen, finden wir wieder eine Toilette. Da haben wir eine eineckige Toilette. Auf der anderen Seite können wir die Waschmaschine hinstellen und den Trockner. Und der letzte Raum hier ist das sogenannte Kinderzimmer. Das wäre zu meinem Reich. Auf jeden Fall größtenteils, denn hier kommt auch der Kühlschrank rein, wenn da Ruhe, weil die haben wir unten nicht. Aber sonst wird hier der Reich, den ihr später mehr sehen werdet. Da werde ich auch noch die Wände ein bisschen ändern. Hier werde ich noch ein kleines Schneidestudio machen und an der Seite, wo Market steht, wo ihr eigentlich mit dem Rücken hintersteht, da kommt eben das Video-Hintergrund. Hier oben haben wir noch was. Denn unser Speicher ist ausgebaut und ich wundere, man hat immer noch im Hintergrund das Holz. So, hier sind wir jetzt im Speicher. Wie man sieht, boah, hier ist eigentlich der Raum, der am wenigsten schallt. Der hier wurde extra ausgebaut, weil hinter euch seht ihr gleich, ist noch ein anderer Raum. Da hat ein Bastler schon was gemacht. Hier haben wir noch den Tisch, den danach unten hinkommt. Haben wir hier einen kleinen abgetrennten Bereich. Das war das Bastelzimmer, das wird bei unserem Bastelzimmer bleiben. Das heißt, von hier aus werden auch eventuell ein paar Videos gedreht. Der Schrank, der hier steht, kommt auch raus, weil der stört. Da müssen wir noch gucken, ob wir den wegwerfen oder was wir damit machen. Und der Rest wird so ziemlich Marks Raum, denn Mark ist ein kleiner Geek und ein kleiner Gamer. Er bekommt da, wo jetzt noch die Fenster liegen, die gleich in die Zimmer kommen, bekommt er sein Büro. Auf der anderen Seite kommt bis jetzt noch nur noch die Klimaanlage. Und auf die Idee, wo ich nicht ich gekommen bin, wir bekommen eine kleine Kuschelecke. Und ja, hier wird dann auch wahrscheinlich hier in den Regalen viel Geek-Stuff und Figuren und was weiß ich nicht noch alles. Bücher. Und Bücher eingestellt werden. Und boah, er hat dann noch eine riesige DVD-Sammlung, da müssen wir auch noch gucken, wie die hinkommt. Und falls ihr euch wundert, wer da die ganze Zeit gefilmt hat, ich stelle ihn euch mal vor, nicht wundern, das ist ein Franzose, der hat einen ziemlichen Dialekt. Das ist Marc. Hallo. Er wird jetzt wahrscheinlich öfters in den Videos auch mal zu sehen sein. Er wird jetzt nicht so aktiv wahrscheinlich mitmachen, wie Patrick es immer gemacht hat. Aber es wird sich alles rausstellen mit der Zeit.
Ja, das war eigentlich der Grund, warum er so lange nicht gekommen ist. Ich habe jetzt seit fast einem Jahr als Servus gearbeitet, also als Kellnerin. Und bin nun endlich in der Formation aufgenommen worden zur Hilfserzieherin. Da gehe ich jetzt einmal die Woche donnerstags hin. Habe eine super coole Klasse dort. Ich vergönne mich wirklich sehr gut. Und habe dadurch, dass ich die Formation jetzt auch endlich machen darf, eine Arbeit als Erzieherin gefunden in einer Crèche, in einer Kindertagesstätte von Kindern von 0 bis 4 Jahren und sogar noch ein Foyer dabei, wo ich aber bis jetzt noch nicht war. Das wird sich noch ausstellen, ob ich da noch hinkomme. Das sind dann Kinder bis 12 Jahre, von 4 bis 12. Momentan bin ich aber eher bei den kleineren Kindern. Es macht mir super viel Spaß. Man kann wieder selber Kind sein, man kann sich Ideen. Wie ich auch hier gerne bastle, kann ich da mit den Kindern basteln. Man muss es natürlich den Kindern anpassen vom Alter her. Aber es ist super schön. Es ist das, was ich eigentlich immer machen wollte. Wo ich auch immer darauf hingearbeitet habe. Ich habe ja eine Erzieherschule gemacht, die ich leider nicht beenden konnte. Und ja, das freut mich nun super. Ich habe jetzt geregelte Arbeitszeiten, habe jetzt immer Wochenends frei, wo ich dann auch die Videos für euch drehen und schneiden kann. Dann werde ich gucken, ob die Videos montags oder dienstags rauskommen. Ich hoffe dann eben einmal die Woche. Und ja, dass ich euch dann wieder in meinem Leben ein bisschen mit einbeziehen kann, euch mitnehmen kann. Und ja, wenn es euch interessiert, mache ich auch mal eine schöne Roomtour. Wir sind noch nicht ganz fertig mit allen Möbeln kaufen. Wir haben jetzt nach 5 oder 6 Monaten, wo wir jetzt hier in der Wohnung sind, noch immer nicht alle Möbelstücke. Wir haben jetzt gerade erstmal Stühle bekommen. Und ja, da kann ich auch nochmal Danke Mama sagen. Denn die hat mir diese geschenkt. Das ist eigentlich das Weihnachtsgeschenk, aber ja, sie hat sie uns jetzt schon gegeben. Das freut uns sehr. Wir können uns endlich hinsetzen an dem Tisch. Ja, worüber man sich freut. Ja, und ich hoffe, euch gefällt das Setup hier hinter mir. Wir haben noch ein Regal aufgehangen, wo ich dann auch ein paar Deko-Elemente hinsetze. Hinter euch, da in der Ecke, steht jetzt noch ein Schreibtisch, der noch vollbeladen ist mit Poll, wo dann mein eigenes kleines Setup von Computer hinkommt, wo ich die Videos dann schneiden kann. Dann habe ich alles, was YouTube angeht, hier in einen Raum. Da kommt noch ein Regal hin, wo ich all die Bastelsachen und so hinlegen kann. Oben haben wir einen Bastelraum mit einem riesigen Tisch, wie ich eben schon gesagt habe. Wo dann auch das Büro von meinem Freund ist. Der ist ein Gamer. Muss ich jetzt mal so sagen, stört mich aber nicht. Wir machen viel zusammen. Das heißt, er ist kein Gamer, der nur am PC hängt. Und ja, unten haben wir dann noch eine komplette Etage, wo Wohnzimmer, der Aufenthalt, die einfach die Aufenthaltsräume sind. Jetzt ist schon Weihnachtsdeko. Ich werde euch ein paar Bilder vielleicht einblenden. Vielleicht mache ich auch ein Weihnachtsvideo. Vielleicht dekoriere ich hier auch noch ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen. Die nächsten Tage kommt auf jeden Fall noch ein Video, weil ich nicht möchte, dass ihr nur Informationsvideos habt. Weil die letzten 3 Videos waren, glaube ich, nur Informationsvideos. Und das ist scheiße. Ich mag es nicht, aber ich habe es eigentlich nicht anders hinbekommen und ich wollte euch am Laufenden halten und es tut mir leid. Ja. Aber naja. Es ist so, wie es ist. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder durchstarten kann und ich freue mich, wenn ihr euch mit mir freut. Ich freue mich, wenn ihr Ideen, was ihr sehen wollt, demnächst unten in die Kommentare schreibt. Noch dazu, nein, ich habe keinen neuen Hund. Das heißt, Hundevideos wird es momentan noch nicht geben. Dafür wollen wir erstmal vielleicht auch eine andere Wohnung irgendwann später haben, dass der Hund wirklich Auslaufmöglichkeiten hat. Wir haben zwar den Garten, aber einen Gemeinschaftsgarten und das ist nicht genug, meiner Meinung nach, für einen Hund. Und jetzt läuft meine Nase. So. Ich werde wahrscheinlich auch gucken, wieder was mit anderen YouTubern zu machen, wieder in Kontakt mit den YouTubern zu kommen. Und lasst euch überraschen. Wie gesagt, Ideen gerne in die Kommentare, Fragen gerne in die Kommentare.
Ich beantworte so gut wie möglich alle Fragen. Noch geht das und ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich, dass ich endlich wieder angefangen habe. Es hat nichts an der Motivation, es hat nicht an der Motivation gelegen, mehr einfach an der Zeit und an der Psyche, die in dem Moment da war. Weil wenn man viel psychischen Stress hat, dann bringt es auch nichts. Und ich merke, hier muss was gegen den Hall gemacht werden. Hier halt es. Ich hoffe, ihr hört das nicht zu sehr. Und ja, ich nehme jetzt mal was für meine Halsschmerzen. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen ausruhen. Und vielleicht noch ein bisschen basteln. Mal gucken. Und damit wünsche ich euch noch, wahrscheinlich kommt es Montag oder Dienstag raus, also eine schöne Restwoche. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Respektive jetzt in der Woche. Ich möchte gucken, dass so schnell wie möglich ein neues Video rauskommt, wo was anders gemacht wird, wie Erklärungen. Weil ich, wie gesagt, nicht nur Erklärungsvideos hier haben will. Das wird kommen, auf jeden Fall. Dann noch einen schönen Resttag, noch eine schöne Restwoche. Ich freue mich auf das nächste Mal und damit sage ich tschüss.